So, auf geht's. Wir sind hier und wir müssen Sigurd folgen. Ach, das geht, okay. Ich vergebe mal kurz noch die Fertigkeitspunkte. Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd, können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten! Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren! Sie werden nicht zu uns kommen! Wir müssen zu ihnen! Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Okay. Also ich verstehe doch immer nicht, was hier los ist. Ist das kalt, wie der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein! Das will ich hoffen, weil es ist arschkalt. Oh, Sigurd. Was machst du hier? Hier muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja! Wir sind ganz nah! Das hoffe ich, um meine gefrorenen Finger willen! Da ist eine Wand, die nicht normal aussieht. See. Das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht... Sorry, muss leider sein. ...sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da, die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Also das ist schon geil. Muss ich leider sagen. Also das ist mega. Hier ist es schon definitiv besser. Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Na klar. Also wenn du davon getroffen wirst, dann ist es aber auch vorbei. Mein Herz rast. Das ist es. Götter, diese Tür, hast du sie schon ein... Moment, diese Steine hier, das erinnert mich an Odyssey. Und das noch mehr. Wo bist du ja? Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke, dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat unsch membro. Trurvon di quorde, ung solas fras, chnogadide, ung sung huchas reis dedai, chasa umsi. Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter, was ist das für ein Ort? Ich kenne da noch eine andere Stelle, wo wir mal mit Sigurd hin müssen. Das erinnert mich an die Schmieden in Odyssey. Das sah nämlich auch so aus. Komm hierher.
Diese Platte führt uns weiter. Alter Falter. Sigurd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so sonderbar. Vertraue auf diesen Ort, diesen alten und heiligen Ort. Wohin führt er uns? In die Hallen der Gefallenen und zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Okay. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Und diese Höhle ist so tief. Sie summt vor Magie. Mhm. Alter, was? Da, der alte Baum. Der Baum des Lebens. Was ist das? Sieh nur, wie stolz er ist. Wie er schimmert. Die Wurzeln allen Lebens laufen hier zusammen. Die Skalden würden bei diesem Anblick weinen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich schwöre bei allen Namen des Allvaters, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Meine Visionen reichen weiter. Bis in Odins große Halle. Krass. Also das hier ist mal was. Das ist mega. Ah, spürst du das? Die heiligen Energien? So etwas Großartiges habe ich noch nie gesehen. Dieser Schrein ist unser. Er wird sich für uns öffnen. Warte es ab und sieh selbst. Woher weißt du diese Dinge? Hast du es in deinen Visionen gesehen? All das und vieles mehr. Also das Ding ist ja mega. Ja, ich erinnere mich wieder. Dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter. Zu Valhall. Bist du bereit? Gefahren? Sigurd, sei vorsichtig. Wir sollten die Werkzeuge der Götter nicht entweihen. Du sprichst nur für dich, Eivor. Denn ich bin kein Sterblicher. Das erkenne ich jetzt. Ich weiß es. Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Wieso hängt da eine Frau dran? Muss ich hier was machen? Sieger! Hallo? Ich will rennen, geht aber nicht. Heil dem Geber, der Gast ist gekommen. Wo sind wir? Schönes Haus. Wo bin ich hier? Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Wow. Sei gegrüßt, Dränger, willkommen! Havi kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen.
Harvey? Führe uns zu Ruhm, Harvey! Harvey? Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey! Benetze meine Lippen mit einem weiteren Horn, Mähbruder! Schrein, um stark zu werden! Harvey? Eivor, Tyr sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Endlich! Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Visionen, sie waren wahr. Das Schlachtwort ertönt! Komm, Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Okay. Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Auf geht's. Jetzt stirbst du. Wie stark ich bin. Das ist unglaublich! Okay. Sigurd, dieser Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Was? Der Kampf, der schon lange aussteht. Halt dich nicht zurück. Hier müssen wir nichts fürchten. Was? Okay. Vergieße das ewige Blut Valhalls. Ah, endlich teile ich das Schlachtgetümmel mit einem wahren Troll ab. Oh. Bruder! Keine Sorge, Eivor. Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Was ist geschehen? Ist das hier so ein Endless Loop? Wo man jeden Tag wieder das gleiche durchlebt? Harvey kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen. Führe uns zum Ruhm, Harvey. Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey. Immer wieder das gleiche, oder? Jetzt ist Freya nicht mehr da. Er hat seinen Arm auch wieder. Sigurd, dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Ein neuer Tag? Da ist Freya, okay. So, gib mir Stärke! Ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren.
Und wieder wird er zurückkehren. Vater, bist du es? Das war doch unmöglich, mein Vater. Das kann aber gut sein. Harvey kehrt zurück, um uns zum Sieg. Skål! Skål! Nimm dein Horn. Fall ein in den Kriegsjubel. Skalde des Kriegs und der Verse. Wie gefällt dir das Getümmel bisher? Es ist wirklich einzigartig. Hebe dein Horn, Eivor. Was hält dich zurück? Mein Vater, Varin. Hast du ihn in dieser Halle gesehen? Nein. Sollte er hier sein? Ja. Nein, er starb als Feigling. Doch bei Odins Auge, ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Vergiss deine Sorgen in Valhall. Such nicht weiter. Wir haben verdient zu feiern. Wir sind angekommen. Ich muss unseren Vater finden. Ich habe dich gesehen, Vater. Wo bist du? Komm und zeig dich. Große Krieger, da habt ihr Varin gesehen? Wen? Varin, meinen Vater. Varin! Vater! Och Menno, schneller bitte. Verdammt, wo ist er? Ich sehe ihn nirgends. Gleich hast du es hinter dir. Ja, da muss ich hin. Das ist nicht mein Vater. Das ist Sigurd. Mal verliere, schlage ich jemanden damit tot. Bist du diese Verwundung nicht leid? Niemals. Warte. Vater. Ups. Eivor, was hast du vor? Eivor, du hast Besuch. Kannst du nicht anklopfen? Unsinn. Hier ist jemand für dich. Sieh nur. Mein Eivor, du bist es. Und was für ein Krieger aus dir geworden ist. Ich platze förmlich vor Stolz. Wie bist du hierher gekommen? Erinnerst du dich nicht an unsere große Schlacht?
Erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite kämpften? Mit deiner Mutter und Sigurd und den Clans? Wir haben gekämpft. Du nicht, Vater. Du starbst als Feigling. Eivor, freu dich doch. Dein Vater ist zurückgekehrt. Hast du etwa deine Lust am Leben verloren? Das war nicht mein Vater. Das war eine Lüge. Das war keine Lüge, sondern mein Geschenk an dich. Ich habe Macht hier und kann tun, was mir beliebt. Du wolltest deinen Vater sehen und ich machte es möglich. So einfach ist das. Laut Odins Gesetzen gehört mein Vater nicht an diesen Ort. Ich will ihn nicht sehen, wo er nicht sein sollte. Dein Vater tat, was er konnte, um dich zu retten. Er starb, um dich zu schützen und seinen Clan. Nein. Er... Das ist das Ende unserer Reise, Eivor. Das ist Valhall. Das sind die goldenen Felder. Und jetzt komm, die Schlacht wartet. Wir wollen aber nicht hierbleiben. Das sehe ich dem Eivor direkt an. Der will nicht hierbleiben. Das ist nicht seine Welt. Wie ist all das möglich? Ist das Sigurd oder ist das Freya? Das hier ist nicht Sigurds Welt. Nicht Eivors Welt. Wie gelangen die Gefallenen hierher? Da musst du eine Valkyria fragen. Nein, das glaube ich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Verzweifle nicht, Eivor. Sieh nur, deine Freunde sind hier. Alle, die du dir wünschen könntest, sind an deiner Seite. Nein, sie sind nicht echt. Dieser Ort ist eine Lüge. Dieser Ort kann sein, was immer du dir wünschst, Eivor. Ich will ihn nicht. Jedenfalls nicht so. Du hättest also lieber einen leeren Tod? All die Erregung hier ist Illusion. Lieber kercht sich wie ein Rabe, als ein verlogenes Lied zu singen. Illusion hin oder her. Hier gibt es keinen Tod. Keinen Schmerz, keinen Verlust, keinen Verrat, nicht wieder draußen. Willst du das? In einer Lüge leben? Ich bin eine alte Frau in einem gebrochenen Körper. Ich habe nur ein kurzes Leben vor mir. Also sagte ich meiner Valka lebewohl und kam hierher. Ich wünsche dir alles Gute, Svala. Doch das hier ist nichts für mich. Ich muss Sigurd finden. Okay. Wo ist Sigurd? Wie weiter komme ich nicht, oder was? Hä? Wie kommt er jetzt dahin? Der verfluchte Arm! Sigurd, das ist nur ein Trugbild. Ein Streich. Komm mit mir zurück nach Englerland. Unsere Leute brauchen uns. Nein, in dieser Welt bin ich ein Niemand. Doch hier bin ich jemand.
Mächtig, fähig, ein Gott. Hier lebe ich für immer. Hier kann ich nicht sterben. Kühe sterben, Familien sterben. Du musst sterben. Das Einzige, das nie stirbt, ist die Erinnerung an den Ruhm der Gefallenen. Hier drin besitzt du keinen Ruhm. Doch da draußen ist es noch nicht zu spät. Jeden Tag derselbe leere Krieg. Derselbe sinnlose Sieg. Vergossenes Blut, das nach Wasser schmeckt und nach Gras riecht. Du kennst die wahre Schlacht. Echten Ruhm. Hier findest du nichts davon. Das weißt du doch, Bruder. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ist es mein Schicksal, dir überall hin zu folgen? Bis an mein Ende? Na schön. Gehen wir. Nein, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Was? Wie bitte? Warum willst du gehen, nachdem du so hart dafür gekämpft hast? Komm mit mir. Odin? Es ist mir eine Ehre, neben dir zu gehen, Eivor. Bis ans Ende aller Zeiten werden Krieger deinen Ruhm besingen. Du trägst das Wolfsmal. Du standest am Rande des Todes und kämpftest dich zurück. Was ist hier los? Du hast genug Rabenwein im Kampf vergossen, um ganze Königreiche rot zu färben. Du hast Könige getötet und Könige gekrönt. Du hast dich niemandem gebeugt. Du warst standhaft, wo dein Bruder ins Straucheln geriet, und doch hast du ihm geholfen. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. In deinem kurzen Leben hast du viele große Gegner gefällt. Du hast dir deinen Platz hier verdient, Eivor. Ergreife ihn. Welchen Platz? Wohin? Geh zur Seite. Meine Leute brauchen mich. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Alles, was du gebraucht hast. Ich verdanke dir gar nichts. Das war ich allein. Ich habe dir den Weg bereitet, deine Axt geführt. Du warst eine Fliege in meinem Ohr. Du wagst es, mich zu leugnen. Alter. Alles, woran du glaubst, steht hier vor dir. Doch zweifelst du? Du zweifelst an den Göttern. Kämpfe! Mach dich nicht kleiner, als du bist. Dein Walhall ist nichts als ein Traum. Nichts als ein Traum. Ein Traum ist so wahr wie alles andere in dieser Welt. Regen träume uns nicht an. Leeren träume uns nicht das Fürchten. Treiben träume uns nicht zu größtem Ruhm. Dann habe ich genug vom Träumen. Hä?
Wo ist ein Lebensbalken, bitte? Wer durfte ich hier nie gewinnen? Soll ich hier gewinnen oder nicht? Eivor, steh auf. Was? Was machst denn du hier, Sigurd? Ciao. Komm zurück. Na komm. Komm her. Also, unser Eivor sieht irgendwie aus wie Alexios. Quatsch. Hier bin ich. Komm her. Ist das ein Bug jetzt oder was? Hallo? Hab ich gerade das Spiel kaputt gemacht? Flieh nicht vor deinem Schicksal. So, komm. Auf mein Neues. Komme ich näher oder nicht? Komm her. Put. Kleiner dummer Odin. Komm, töte mich. Komm. Töte mich. Komm zu Randvieh. Odin lenkt meine Axt. Wenn ich die ausziehe. Ergreife deine Axt! So. Odin. Was? Underworld!
Stell dich, du törichter Troll! Lass es gut sein, Odin. Lala, das ist eine geile Geschichte gewesen. Sigurd, bist du da? Sigurd! Ah, der Gehängte erwacht. Was? Mit beiden Füßen auf dem Boden? Eivor, sei vorsichtig! Basim, was soll das? Komm näher, Eivor. Lass mich dich genauer ansehen. Lass ihn los, Basim! Viel zu lange habe ich in die Sonne gesehen. Ich war blind für die Wahrheit. Du warst es. Du warst es die ganze Zeit. Was? Bist du uns hierher gefolgt? Wie ein feiger Fuchs, der sich im Gestrüpp verbirgt. Du hast mich meines Schicksals beraubt. Meine Hoffnungen zerstört. Er ist verrückt, Eivor. Bring ihn zum Schweigen! Los, Eivor! Rette deinen verkrüppelten Prinzen der Toten heran! Was? Bist du verletzt? Es ist nichts. Geh, töte das Arschloch! Basim? Ernsthaft? Sonst bleibt das Tausendfache von meinem Leid! Was redest du denn? Mein Sohn, Eivor! Es geht um meinen Sohn! Redest wirr, Basim. Ich kann dir nicht vergeben. Wir haben so viel geteilt in Englerland. Wir haben gekämpft und geblutet. Grabe, Eivor. In den Tiefen deiner Erinnerung. Komm her. Alter. Bring deine Beschwerde vor. Komm und zeig dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Zeig mir deinen Hals. Zeig ihn mir. Das Mal des Wolfes stiehlt mein Triumph. Natürlich. Erhebe dich. Mein Sohn wird nicht umsonst gelitten haben. Du redest Unsinn. Der Betrunkene. Was ist hier los? Wenn du nicht zur Vernunft kommst, dann sei es. Alter. Ich
Ich hab sein... Du wirst nicht in Frieden sterben. Du wirst weder deine Heimat noch deine Leute je wiedersehen. Komm her. So. Ja, verdammt! Gestalten wir das Ganze interessanter. Holen wir Sigurd dazu. Was? Feigling! Stell dich! Kämpfe, verdammt! Also, ich weiß nicht, auf was er hinaus will. Und er ist doch auch ein Assassine. Sei auf der Hut, Sigurd! Wir sind doch eine Bruderschaft. Was macht denn der? Wir sind Assassinen. Und keine Verräter. Sigurd! Vorsicht! Er hat es auf dich abgesehen! Basim, was machst du da für eine Scheiße? Eidbrecher, hier wirst du sterben. Das bereitet mir keine Freude, Rechtswahrer. Du warst immer gerecht, doch du wähltest die falsche Seite. Ich bin dein Ziel, Basim. Komm! Das bist du, in der Tat. Wann stirbst du endlich? Nicht hier und nicht durch dich. Ich werde euch zum Sterben zurücklassen. Wie altes Ruhm von einem toten Baum. Du bist einmal gestorben. Stirb nochmal. Und los. Wer? Tschüss. Was? Nein. Er hat uns verletzt. Sigurd, halt das Ding auf. Lösche das Feuer. Sigurd. Lebt er noch? Er lebt. In Dunkelheit. Gut. Dreckskerl. Wie lange hat Basim diesen Verrat wohl schon geplant? Wer weiß das schon. Götter, bin ich dazu verdammt, mein Leben lang von blutrünstigen Verrätern umgeben zu sein? Es nimmt einfach kein Ende.
Hast du mir etwas zu sagen? Raus damit. Ich... Lass mich kurz zu Atem kommen. Ich muss mich mal hinsetzen. Oh Gott, das nein. Wut, sein Zorn, das kam mir so bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Er hat gewütet, Sigurd. Ohne Sinn und Verstand. Denk nicht darüber nach. Ich bin nicht verrückt, Eivor. Die Dinge, die ich sehe und fühle, ich weiß, sie sind wahr. Ich weiß, Bruder. Jetzt mehr denn je. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Wir sollten unseren Blick auf die Heimat richten. Es ist ein langer Weg und es geht mir nicht gut. Heimat. Eivor, auf unserer Reise hierher hatte ich viel Zeit nachzudenken. Über die Höhenflüge und die Abgründe unserer Freundschaft. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Ich war die längste Zeit der Jarl unseres Clans. Du musst uns jetzt führen. Was? Meinst du das ernst? Als Dark dich zum Zweikampf forderte, erwiesst du ihm die letzte Ehre, trotz seines Verrats. Er tat, was er für richtig hielt. Das habe ich respektiert. Ich erinnere mich an Oxena Forge, an die Suche nach dem Sagenstein. Du warst mit meinen Befehlen nicht einverstanden, doch du hast sie befolgt. Dir missfielen meine Methoden und Ziele, doch warst du nie ungehorsam. Als ich mein Urteil über Holmgeir sprach, hast du nicht widersprochen, obwohl du nicht einverstanden warst. Das konnte ich an deinem Blick sehen. Und ich erinnere mich, wie du uns von Nordwege nach Englerland geführt hast. Du hieltest meinen Zorn im Zaum und meinen Ehrgeiz auf Kurs. Es waren schwere Zeiten. Während ich fort war und in meinen Momenten der Verwirrung, hast du große Weisheit, Stärke und Führungsvermögen bewiesen. Wohin du auch gehst, Eivor, werde ich folgen. Führe unseren Clan an. Danke, Bruder. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dein Blick wirkt ungestüm. Jahre bevor wir nach Englerland aufbrachen, hatte ich eine Vision. Sie handelte von einem Verrat, dass ich dich verraten würde. Ich wollte es nicht glauben. Ich sagte mir, ich würde so etwas nie tun. Doch in der Zeit danach habe ich dich deiner Träume beraubt. Von Englerland, von Valhall. Wenn du glaubst, ich hätte dir Unrecht getan, mache ich es wieder gut. Wir können unser Schicksal nicht ändern. Alles ist vorherbestimmt, vom Tag unserer Geburt an. Sich darüber zu ärgern wäre, als würde man mit dem Meer ringen. Ein sinnloser Kampf. Wir zwei gerupften Raben. Welche Saga wir gemeinsam geschaffen haben. Eine für die Ewigkeit. Dem Bruder zum Schutze. Das war eine richtig lange Quest, aber auch eine sehr schöne und sehr gute Quest. Aber da lässt mir noch immer was nicht im Kopf lose. Und zwar, ja, das mit Sigurds Frau. Bex, ich komme raus. Ruhig, Leila. Hast du mir zugeguckt? Was zum Teufel war das alles? Ich glaube, das war die Lösung für unser Problem. Denkst du dasselbe wie ich? Desmond. Desmond? Was ist mit ihm? Er war nur ein Barmann, als er zu uns kam. Noch nicht einmal ein guter. Und dann hat er seine wahre Bestimmung entdeckt. Er war wie, keine Ahnung, eine Singularität, weißt du? Ein Fluchtpunkt. Die ganze menschliche Geschichte schien bei ihm zusammenzulaufen. 2012 gab es eine Sonneneruption, die groß genug war, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Ich erinnere mich. Damals war ich bei Abstergo. Desmond hat uns gerettet. Er wusste, wie man es aufhält. Abstergo heimste die Lorbeeren ein.
Angeblich war es ihr Satellitennetzwerk. So ein Schwachsinn. Es war Desmond. Er drückte den Knopf, der die Welt gerettet hat. Aber dieser Knopf ist immer noch an. Er generiert immer noch ein Magnetfeld, das mit jedem Tag stärker wird. Der Tempel, den Eivor gefunden hat, das ist der Ursprung des Magnetfelds. Genau. Es ist jetzt seit 8 Jahren aktiv und wird immer stärker. Inzwischen muss es gefährlich sein. Hitze. Strahlung. Egal. Wir müssen das gerade biegen, das Ding abschalten. Nein, nein, nein. Verlangsamen. Immerhin schützt es uns auch. Langsam ergibt alles einen Sinn. Alles, was ich getan und gelernt habe, führte mich hierher. Zu diesem Moment. Dafür wirst du den Stab brauchen. Zu deinem Schutz. Ohne ihn kommst du nicht mal durch das erste Tor. Ja, natürlich. Okay. Ich bin bereit. Okay, ich belade den Van. Und ich funke unser Schiff an. Es kann morgen Abend im Hafen von Boston sein. Danke, Bex. Oh, war ja. Ja. Da haben wir dann wohl den Weg in die Realität gefunden. So, ich beende die Folge jetzt mal, weil das ist doch etwas länger gegangen, als ich gedacht habe. Alter, 51 Minuten hat die Quest gedauert. Das ist die längste, die ich bisher hatte.